Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse. Also die Welt im Frauenfußball, die ist weiter zusammengerückt. Das kann man deutlich zusammenfassend sagen nach diesem letzten Zwei von den besten Schweizer Fußballerinnen verfolgen die WM im Sommer vor dem Fernsehen, statt dass sie selber auf dem Rasen stehen. Eigentlich war das Schweizer A-Team in der Qualifikation schon fast durch. Aber dann kam der bittere Absturz. Es geht um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich. Nein, nein, nein! Das ist ein kleines Desaster. Tom muss jetzt einen Umweg nehmen, einen Schlenker via Barrage. Nachschussmöglichkeit, Tor! Geraldine Reuter! 1 zu 0, 2 zu 0, 3 zu 0. Das Schweizer Frauen-Fußball-Nationalteam probiert, das Unmögliche noch möglich zu machen. Für das braucht es schon fast ein Fußballwunder, damit das Team dann eben im nächsten Jahr gleich an der WM mit dabei sein kann. Fährt zur WM 2019 in Frankreich. 1:1 im Rückspiel, 0:3 lautet das Resultat im Hinspiel. Es hat natürlich wehgetan, dass wir uns nicht qualifiziert haben. Es hat ja sehr lange danach ausgesehen, als würden wir uns qualifizieren. Und dass wir dann so scheitern, wie wir gescheitert sind, tut wirklich auch jetzt noch weh, wenn ich zurückdenke und darüber rede. Es ist einfach schade, dass wir nicht dabei sind. Ja, logisch, dass es immer noch will. Also ich hatte natürlich auch das Gefühl, dass wir uns so recht sicher waren, dass wir uns qualifizieren. Also wir haben auch vor allem halt von dem reden, so auch vor dem Spiel schon. Und so. Und ich glaube, alle haben das gedacht, sozusagen. Und ja, das kann natürlich auch ein Grund sein, dass wir es dann schlussendlich irgendwie nicht geschafft haben. Oder ja, dass wir uns echt sicher waren. Und er hat das halt wie schon zu weit gedacht. Wir haben gewusst, es werden noch zwei ganz, ganz schwierige Auswärtsspiele. Aber vielleicht war es einem nicht wirklich so bewusst. Man hat zwar gewusst, okay, ja, ja, das wird schwer, auswärts ist immer schwer. Aber so ganz bewusst habe ich es doch nicht gesehen. Die Einstellung irgendwo durch war vielleicht nicht zu 100%. Und mit dem Spiel in Schaffhausen ist die Ära der Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu Ende gegangen. In den letzten fast 7 Jahren hat sie das Frauen-Nationalteam auf ein neues Level gehievt. Ja, es waren emotionale Momente für sie. Ja, ich glaube, der Nils hat jetzt natürlich alle Zeit. Also er hat jetzt keinen Stress, sich auf die WM vorzubereiten, sondern er kann sich jetzt wirklich die Zeit nehmen und uns vorbereiten auf die nächste EM-Qualifikation. Und ich glaube, dass wir dann bis dann top vorbereitet sind. Der Nils Nielsen hat das Team im Januar übernommen. Der 48-jährige Dan soll die besten Fußballerinnen vom Land zurückführen in den Kreis der Weltelite. Der Algarve Cup im Frühling ist das erste Turnier nach dem WM-Desaster. Sich für die Endrunde der EM 2021 qualifizieren. Für das grosse Ziel setzt Nielsen auch auf Talent aus dem Futura-Programm. Mit dem fördert der Schweizer Fußballverband seine hoffnungsvollsten Talente. Thank you.
An der Seite von etablierten Spielerinnen, die für sie immer noch ein Vorbild sind, soll mit ihnen der Neustart gelingen. Der Nils Nilsen war 18, als er seinen Traum von einer Fußballkarriere begraben musste, wegen einer schweren Rückenoperation. Dafür ist er mit gerade mal 20 der jüngste Trainer von seinem Land geworden. Viele Nationalspieler, die aktuell für Dänemark auflaufen, hat er ausgebildet. Als er dann zu den Frauen wechselt, führt er das dänische A-Team bis ins Finale der Europameisterschaft 2017 zu Holland. Was hat ihn bei seinem Amtsantritt als Schweizer Coach im Januar am meisten überrascht? There is a little Swiss thing that I tried to either contact them by going and visit in their clubs or to call them, and I sent a text message to them asking how they were doing and when it would fit them that I called. And then they were writing back to me, Herr Nilsen. And I was thinking, my father is dead. He died many years ago. Why are they writing Herr Nilsen? So that surprised me, that they are so formal in the approach when they don't know someone. Good. Just come a little bit closer before you cool down. There is one very, very good thing when you play against Spain. You always know that you get to practice how to defend because they are very good at keeping the ball. And it became more and more difficult for us to keep it, but we kept trying to play, especially the beginning of the second half here. It was okay, then it became difficult, but we tried. And this means that we can build from here. And this was already 7 goals better than the last time you played them. So it was okay. Okay. Good fight. Der Nils Nilsen ist ein Menschenfreund. Er setzt auf den ständigen Austausch mit seinen Spielerinnen. The way I see it is that you can be a brilliant technical player in the best form possible. And you can still perform like, yeah, the bad word with S, ending with hit, because your mind is not in the game. And if I have to help them get their mind on the right things, then we need to talk. I need to be able to feel them, I need to hear them. And if I don't communicate with them, then it's not possible. Dabei geht es auch darum, Niederlagen zu verarbeiten und daraus zu lehren. Die verpasste WM-Endrunde ist auch 4 Monate nach dem bitteren Aus nicht ganz aus den Köpfen. Es ist selbstreflektieren, sich fragen, was hat man besser machen können, wo muss man sich schaffen. Ich denke, das ist sehr wichtig, selbstkritisch sein, sowohl auf dem Platz wie auch neben dem Platz. Also fragen, hat man auch neben dem Platz wirklich alles für den Moment gemacht? Hat man mehr können machen, hat man etwas anderes können machen? Ich denke, das ist wichtig und es fängt bei jeder einzelnen Spielerin an. Mit ihren Clubs sind die Nazi-Spielerinnen schon sehr erfolgreich. Im Mai liegt das Epizentrum des Schweizer Frauenfußballs in London. Am 4. Mai zu Wembley, FA Cup-Finale zwischen Man City und West Ham United. Mit dem Team von West Ham, Dalisha Lehmann. Die Vorbereitungen für das Spiel laufen nicht nur im Wembley-Stadion, sondern auch im gemeinsamen Zuhause von Ramona und Alisha im Südwesten von London. Alisha, ihre Mutter Sarah, probiert sich als Coiffeuse. Alisha ist da, halt, die wäre jetzt besser in dem, aber ich habe da nicht so Erfahrung. Ihre besondere Beziehung außerhalb des Platz haben Ramona und Alisha an Weihnachten vor einem Jahr öffentlich gemacht. Wenn
Wenn die beiden Schweizerinnen mit ihren Teams West Ham United und FC Chelsea in der englischen Super League aufeinandertreffen, ist das sogar der BBC eine Story wert. You want the tea? You want the tea? I made you tea. No, I think it's already done. You can put it in the bill if you want. Bin. Bill? Bin. Not Bill. Bin. You're quite competitive against each other. Yeah, very. Yes. Did you meet on the national team? Yeah. I think there are obviously a lot of positives that have someone who is doing the same thing, because I'm doing different things on the weekend. I'm not going out a lot because I have games, and then she knows what I'm going through sometimes, and I understand her as well. Who do you think is a better footballer? Yeah, she, 100%. When I was younger, she was my idol. She's really, really, really good. Technical, she's fast, but I'm faster. No. Für Ramona wird es ein emotionaler Tag. An dem 4. Mai 2019 wird ihre Lebenspartnerin Alicia die gleiche Geschichte schreiben, wie sie selber ein Jahr vorher mit ihrem Club Chelsea London geschafft hat. Looking for Backman. Kirby. Back to the Swiss international. Chelsea lead. The best two players on the pitch combined. And Ramona Backman puts Chelsea 1-0 up. Deservedly so. Clever player. Good effort. Oh, what a goal. Ja, mein erster Cup-Sieg in England, im Wembley. Und definitiv unvergesslich. Also, ein Moment, wo man natürlich extrem gerne zurückdenkt. Ja, es war halt wirklich eine richtig gute Teamleistung. Also wir haben 3-1 gewonnen und ich konnte sogar 2 Goal schiessen. Und es ist auch der ganze Tag. Ich kann es gar nicht so richtig wahrnehmen in dem Moment. Wir realisieren es immer erst irgendwie einen Tag später, nachher, was eigentlich passiert ist. Und ja, es ist wirklich unvergesslich. Vor so vielen Zuschauern und auch der ganze Tag ist mega speziell. Man läuft dort in das Wembley rein, schaut das Stadion an und nachher vor so vielen Zuschauern. Meine Familie war noch vor Ort. Und dann eben, dass ich dann gerade 2 Goal schiessen und wir den Cup gewonnen haben, das war umso spezieller. Der Alicia, ihre Mutter Sarah, ist aus der Heimat auf London geflogen. Oh. Zusammen mit ihrem Partner Reto und der Alicia, ihrem Vater Markus. Sie will in diesem wichtigen Moment der jungen Karriere ganz nahe bei ihrer Tochter sein. Wir vom Land, ist natürlich für uns unglaublich, bei so vielen Leuten auch, das ganze Feeling, das man dort hat. Und ja, es ist auch schön, haben wir es können organisieren mit allen Tieren und anderen Kindern, dass wir hier dürfen herkommen und an so einem Match gehen, dank unserer Tochter. Hallo. Bis vor einem Jahr wächst Alicia mit ihrer Familie zu Tegertschi bei Bern auf, in einer tierischen WG. Wir haben recht viele Tiere und also wir wohnen auch recht auf dem Land. Wir haben Vogelvaliere mit Kanarienvögeln. Dann haben wir Hunde. Wir haben 3 Ross und 1 Pony. Und noch 2 Mini-Pigs. Bis zum Sommer 2018 spielt Alicia noch bei den IB-Frauen. Und sie sehen auch, dass auch Goaline, dass Mädchen gute Schüsse haben, präzise und spannend für alle. Und wichtig ist, dass man probiert, die etwas weiterzuentwickeln und für den nächsten Schritt der Karriere. Durch starke Leistungen kommt Alicia ins Visier von internationalen Scouts und wechselt auf die Saison 18-19 zu West Ham United in die englische Super League. Swiss international Alicia Lehmann helped herself to her 7th goal of the campaign after being played through by January signing Cho So-hyung. Fast 2 Stunden dauert der Weg von der Wohnung bis zum Wembley Park. Unterwegs sammelt Ramona noch ihre Chelsea-Mitspielerin Anita Asante. Auch sie will den Cup-Finale schauen, wo sie zusammen mit Ramona noch vor einem Jahr selber gewinnen konnte. Ist das ihr Alicia bewusst, was sie Das sieht sie gar nicht. Das ja, ist es ihr bewusst, was sie nicht Ich bin sehr stolz auf sie. Ja, sie ist so viel weit schon.
geschafft hat und was sie alles erreicht hat. Und einfach auch sonst. Sie ging noch so, ist, wie sie am Anfang war und nicht irgendwie anders geworden durch das ganze Shooten und Medien. Und ja. Schönes Gefühl, stolzes Gefühl für eine Mutter. Ja. Das Gewinnen ist mir eigentlich schlussendlich nicht so wichtig. Es geht mir mehr darum, dass es ihr gut geht und dass sie happy ist und glücklich ist und das kann schaffen und erbringen die Leistung, die sie sich vorstellt. Und als Mutter sieht man das ja sofort dem Kind seine Reaktion an, ob sie glücklich ist oder ob es jetzt nicht so gelaufen ist für sie. Das möchte ihr jetzt einfach wahnsinnig gönnen. Und eine Halbzeit lang sieht es fast so aus, wie wenn der Underdog West Ham nach dem Cup landen könnte. Aber dann ebnet ein Goalie-Fehler nach einem abgefälschten Schuss für Manchester City den Weg zum Sieg. Auch weil Alicia kurze Zeit später einen Konter nicht gut abschliessen kann. Der Favorit gewinnt am Ende klar mit 3:0. Alicia und ihre Kolleginnen müssen am Schluss zuschauen, wie die Spielerinnen von Manchester City den Cup in englischen Abendhimmel stemmen. Einen Tag später, 15 km nordöstlich von Wembley, in einer Spielerinnen-WG von Arsenal London, einem Meister von England. Da lebt Lia Welti, 81-fache Schweizer Nationalspielerin. Zusammen mit Ramona Bachmann bildet sie die Schaltzentralen im Schweizer Mittelfeld. Ihre Mitbewohnerin ist Tabea Kemme. 2016 ist sie zu Rio mit Deutschland Fußball-Olympiasiegerin geworden. Beide Spielerinnen sind verletzt. Tabea Kemme hat einen Knorpelschaden im Knie, Lia Welti eine Kreuzbandverletzung. Dank dem elektronischen Simulator sollen die Verletzungen schneller heilen. Du kannst eigentlich so den Muskel probieren, ein bisschen zu behalten, weil nach der OP geht eigentlich alles immer weg. Also man sieht ja schon hier, es ist ja nicht so viel Muskel, das schwabbelt nur noch. Beide verletzten Spielerinnen sollen heute zusammen mit ihrem Team im FC Arsenal für den Gewinn der englischen Meisterschaft ausgezeichnet werden. Im Vorfeld eines Premier League-Matches von ihren männlichen Kollegen. Ja, ich glaube, eine Meisterschaft zu gewinnen überhaupt, ist eine extrem hohe Anerkennung, weil das zeigt, dass man über eine ganze Saison lang Top-Leistungen gebracht hat. Für mich persönlich ist der erste Titel international. Von dem her bedeutet er mir persönlich sicher noch mal, ja, umso mehr. Also ich habe wirklich lange auf diesen Moment gewartet, egal ob es eigentlich ein Cup war, eine Meisterschaft. Immer kurz davon gescheitert. Und jetzt bin ich unglaublich stolz darauf, auch, dass es in meinem ersten Jahr in dieser Liga hier geklappt hat. Und ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns die ganze Saison verdient und ja, werden heute geehrt im Männerstadion, was sicher auch nochmal für alle Frauenfußballerinnen nochmal ein Highlight wird sein, weil so in grossen Stadien spielt man normalerweise nicht und darf man sich normalerweise auch nicht präsentieren. Hi, I'm Lia Welti. I come from Switzerland and I play as a center midfielder for Arsenal Women. Die Lia Welti ist ein neues Aushängeschild vom Frauenmeister Arsenal. Obwohl sie bis zu ihrer Verletzung nur 11 Mal für ihr neues Team auflaufen konnte. Ja, es zeigt Anerkennung von Vereinsseite sicherlich. Arsenal ist das ja bei den Männern titellos geblieben. Also sicher ist es auch für einen Verein super, dass sie uns vor ihren Fans in dem Sinn präsentieren und sagen, hey, wir haben den Titel hier und da gewonnen. Und ja, wie ich gesagt habe, für uns ist es speziell und ich finde es auch schön vom Verein, dass man sieht, in England, in vielen Vereinen, ist nicht nur hier bei uns in Arsenal, so, dass einfach mittlerweile der Frauenfußball schon auch wichtig ist für die Vereine, dass auch viel investiert wird in die Frauenteams und dementsprechend sind, glaube ich, die Momente einfach nochmal ein Zeichen vom Verein, dass sie uns wirklich auch unterstützen und auch sehr wertschätzen, was wir tagtäglich leisten und im Endeffekt das Jahr näher auch gebracht haben. To play for Arsenal is just an honor for me. It's one of the biggest clubs in the world. I just enjoy every minute in this club and it's amazing to wear this kit.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es eine andere Fankultur ist im Frauenfußball. Erstens mal sind Tickets viel billiger. Das ist sicher schon mal ein wichtiger Grund, dass viele Leute zu unserem Spiel kommen und nicht zu den Männerspielen gehen. Ich glaube, bei uns kann man Tageskasse teilweise zwischen 3 und 8 Pfund ein Ticket kaufen. Bei den Männern zahlt man schnell mal 100 Pfund. Und das ist sicher ein Faktor, das Geld. Wir haben natürlich auch sehr viele Kinder, die kommen schauen. Also in dem Sinn ist das sicher immer eine Gruppe, eine Zielgruppe, die man ansprechen kann mit dem Frauenfußball. Weil den Kindern, denen ist es im Endeffekt egal, ob das Frauen oder Männer sind. Die schauen einfach gerne Fußball, die schauen gerne auf zu Spielerinnen oder Spielern. Und von dem her haben wir sehr viele Kinder. Auch in der Schweiz boomt der Frauenfußball. Noch in diesem Jahr soll die Marke von 25'000 lizenzierten Spielerinnen durchbrochen werden. Auf 5 Neuanmeldungen im Nachwuchsbereich kommt ein Mädchen. Oh, super. Go, 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 go! Von diesem Boom soll in Zukunft auch die Nationalliga profitieren. Die höchste Schweizer Spielklasse im Frauenfußball. Das ist auch das Schöne am Frauenfußball. Ich versuche auch immer, das sagen, hey, ihr könnt unsere Matches schauen für so billig. Und ihr seht teilweise auch Arsenal gegen Chelsea, ihr seht Tottenham gegen Arsenal, ihr seht so gute Spiele. Und ja, im Endeffekt müssen wir so natürlich versuchen, die Vorteile, die wir bringen, so auch ein bisschen an die Leute zu bringen. Ein Aufschwung, der durch die Meister-Ehrung weiter befeuert werden soll. Für die deutsche Stürmerin Tabea Kemme vielleicht die letzte Ehrung als aktive Sportlerin. Sie muss sich schon seit über einem Jahr wegen ihrer schweren Knorpelverletzung behandeln lassen. Das ist jetzt das erste Mal, wirklich, wo ich die Erfahrung habe, wo ich sagen muss, okay, tough. Wiederum muss ich aber auch sagen, gerade mit dem Erlebnis 2016, wo wirklich mein persönlicher Lebenstraum in Sachen Sport in Erfüllung gegangen ist mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, ist einfach so der Druck weg. Also es ist, ich habe einmal dieses Erlebnis gehabt, ich habe meinen Traum erfüllt. Und dementsprechend ist die Situation, die ich jetzt habe, natürlich nochmal, ich will nicht sagen einfacher, aber anders. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Plan habe, hey, ich will nochmal unbedingt Olympiagold. Natürlich möchte ich gerne, aber ich muss jetzt einfach Rücksicht auf meinen Körper nehmen und dann wird man sehen, wo es hinführt. Auch die Lia weiss im Mai noch nicht, wann dass sie ihrem FC Arsenal und dem Schweizer Nationalteam wieder zur Verfügung stehen kann. Mein Ziel ist schon, jetzt, dass ich für die Sommerpause eigentlich fest viel in Reha arbeite und ja, dass ich dann hoffentlich nicht viel von der neuen Saison verpasse. Die Ehrung findet auf ungewohntem Terrain statt, weil ihre Spiele tragen die Arsenal-Frauen in kleineren Stadien aus. Hast du die Adresse fürs Stadion? Oh. Nein. Ich meine, wir müssen ja erstmal Ticket. Ja, okay. Die Luft schon im Müll. Das ist immer so typisch bei uns, dass wir irgendetwas vergessen. Keine 24 Stunden nach dem verlorenen Cup-Finale. Alicia muss für eine Schulprüfung lernen. Im Hinterkopf natürlich noch das Erlebnis von Wembley. Also ich glaube, das erste Mal im Wembley zu spielen, war etwas mega Grosses, weil jeder Fußballer oder Fußballerin träumt von dem. Hier in England und ich glaube weltweit fast. Und es ist ein mega grosses Stadion und ich meine, die Zuschauer hat man nicht jeden Tag. Und ja, wegen dem ist es ein unbeschreibliches Gefühl und ich habe das vorher glaube ich, noch gar nicht gespürt. Ihre Schulausbildung vorzeitig abbrechen will die Profifußballerin mit einem monatlichen Einstiegslohn von 4'000 Franken nicht. Also ich mache meine Ausbildung fertig, weil es halt wichtig ist, etwas zu haben. Vor allem, wir wissen nie, wir könnten vom einen Tag auf den anderen könnte eine Verletzung passieren oder so. Und ja, ich glaube, für uns als Frauen ist es eh noch wichtig, weil wir verdienen nicht Millionen wie die Männer. Wegen dem ist es wichtig, dass wir Ausbildung haben. Und ich meine, das ist ganz klar das Ziel von mir, dass ich die Ausbildung fertig mache. Das Thema für die Abschlussprüfung im Juli: Was unterscheidet Männer- und Frauenfußball? Ich meine, das Thema, da kann man mega viel schreiben. Und ich muss zwischen 12 und 20 Seiten schreiben, was ich denke, ist das beste Thema, oder? Ja. Die 27-jährige Lia hat ihren Schulabschluss. Sie denkt über ein Studium nach, neben der Profilaufbahn.
Ja, für mich ist das Profileben immer noch eine riesige Ehre, dass wir im Frauenfußball so dürfen leben, dass wir die Möglichkeit haben, so viel zu verdienen, dass man nebendran nicht unbedingt noch einen anderen Beruf nachgehen muss. Also das ist schon mal super. Ich persönlich habe es immer gerne gehabt, etwas nebendran zu machen, weil ja, gerade über die Wintermonate hier nur zu trainieren und drin zu hocken und nichts zu machen und ja, weiss nicht was, das ist für mich, das tut mich nicht so richtig erfüllen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich brauche etwas. Und wegen dem habe ich auch immer etwas gemacht. In Deutschland war es noch ein bisschen einfacher gewesen, von der Trainingszeit her, weil wirklich der Fußball oder Training so gerichtet war, dass die Spielerinnen wirklich auch können, durch den Tag, durch ja, ihren Beruf oder ihren schulischen Weiterbildungen nachzugehen. Jetzt hier ist es etwas anders, ist es etwas schwieriger, weil wir wirklich, sage ich, in dem Sinn so ein das Profileben leben. Also die Trainings sind wirklich auch mit dem Tag und wir sind meistens halt so zwischen 9 und 3 im Training. Das macht es natürlich etwas schwieriger, in eine Schule hier zu gehen oder in ja, eine Arbeit hier nachzugehen. Aber viele Spielerinnen von uns machen ein Fernstudium und ja, das würde ich definitiv für jetzt das Wintersemester auch angehen. Wegen dem habe ich auch mein Abitur gemacht in Deutschland, dass ich dann so ein in die Richtung einschlagen kann und dass ich so mein Hirn so ein neben dem Fußball noch mal so ein anstrengen kann. Beim Algarve Cup in Portugal Anfang März steht Lia am Schweizer Team noch nicht zur Verfügung. Es ist das erste Turnier nach dem Neustart. Da testen 12 Nationalteams ihre Form. Viele von ihnen sind für die WM-Endrunde in Frankreich qualifiziert, wie der erste Gegner und später WM-Dritte Schweden. Ein Match auf Augenhöhe. Die Schweizerinnen spielen gut mit. Schwedinnen sind aber effizienter vor dem Goal, sind handlungsschneller. Am Ende heisst es 4:1 für Schweden. Im zweiten Match geht es gegen den Gastgeber Portugal. Im Sturm die beiden 19-jährigen Alicia und Geraldine. Die erste Halbzeit dominiert Portugal. Sie führen verdient mit 1:0. Nach der Pause steigern sich die Schweizer Frauen aber und können die Partie drehen. Manöverkritik nach dem ersten so wichtigen Sieg. Was ist gut gewesen? Was muss besser werden? Once for Geraldine, for example, where she could push more on the side. Because perhaps she learned before to close the line and push. It's more automatically, I think. They but don't the, do it the real difference between the first and the second half was simply that they reacted faster. Yeah. It was too slow. Also yeah. Defensively in yeah. The first half, they were just running in the same tempo. Yeah. Yeah. In the second half, they tried to be more aware and start earlier aggressive. And stuff like that, and mm-hmm. That meant the difference. Weil die Stammgoalie-Frau Gael Thalmann wegen einer Magenverstimmung gegen Portugal ausfällt, kommt die 21-jährige Nadia Furrer zu ihrem ersten Einsatz im A-Team. Inklusive Auswertung vom Spiel durch den Goalie-Coach Guido Stadelmann. Ja. Und wenn du jetzt so selber musst bewerten von 0 bis 5, was gibst du dir für eine Note? Etwas 3. Das 3, also das ja. Ist so Durchschnitt? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also meine Einschätzung jetzt einfach kurz, so ganz kurz, nachher gehen wir vielleicht ein kleines Detail rein mit dem Video, wo wir alle diese Szenen noch ein bisschen anschauen. Meine Dinge ist, es ist besser, wenn ihr es 3 sogar gesehen. Okay. Also es ist
eher über dem Durchschnitt gesehen, habe ich das ganze Spiel empfunden. Du hast sehr, sehr gut angefangen. Du hast wirklich gut angefangen, ruhig, sauber, gute Passschärfe in den Bällen gehabt. Du hast auch variabel gespielt auf die Seiten raus. Die ersten 15 Minuten so. Und dann ist das Go gekommen. Ja. Auf das, wir schauen jetzt hier im Video an, genau ins Detail rein. Und nachher hatte ich das Gefühl, was ist echt jetzt? Spielt sie gleich weiter, gleich mutig. Und das hat mir sehr gefallen. Du hast nachher eigentlich genau gleich weiter gespielt. Wir hätten dir das Go nicht angesehen, Nadine. Man hat das nicht angesehen. Du hast gute Passschärfe auf die Seite gehabt, du hast weiter variiert, bist ruhig geblieben. Das war sehr gut gewesen. Mhm. Aber die letzten 10 Minuten hast du nur noch an die Tour geschaut. Ja, ja. Du hast immer wieder an die Tour geschaut, oder? Und das hat mir irgendwie gezeigt, hast du ein richtiges Gefühl gehabt, habe ich von außen das Gefühl gehabt. Du willst, dass bald der Match fertig ist? Nein, ich kann nicht wollen, dass bald der Match fertig ist. Ich kann einfach schauen, wie lange geht es noch, wie lange brauchen wir, müssen wir, kann ich, geht es noch in dem Sinn, dass wir noch Druck aufrecht können behalten vorne, aber auch, dass wir hinten nicht wie zu hektisch werden, dass wir nachher anfangen mit den langen Bällen hinten raus spielen. Ja, aber das ist gut, wenn du mir das so sagst. Ich von außen habe es jetzt ein bisschen so empfunden. Ja. Oder? Es ist eine Unsicherheit. Darum, das lenkt dich nur ab. Vergiss doch die blöde Scheissuhr, die dort oben ist. Oder was um dich ist. Das ist eine Ablenkung vom ganzen Spiel, von dir auch. Oder? Bleib immer auf dich fokussiert und auf dem ganzen Spiel. Mhm. Also ich werde jetzt schauen, wir Szenen an. Wie da führt Nadia Furrer, werden Spielszenen und auch einzelne Spielerinnen in einem speziell entwickelten Datensystem erfasst. Die Videoanalyse in der Theorie nimmt häufig genauso viel Raum ein wie das Training auf dem Platz. Durch die gute Ausbildung in den Club und in den U-Teams der Nazi schaffen immer neue Talente einen Sprung ins A-Team. Wenn sie nicht die entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung durch schwere Verletzungen zurückgerührt werden. I think it has a little bit to do with this mentality. There is, they say, okay, I have to train more to get better. But more is sometimes actually less, because you end up training in a little bit the wrong way, and then you get injured, and then you cannot train for 6 months. So more end up being less. So it's actually about training the right thing at the right time. I think the mentality in Switzerland is great for sports. They really, really want to work hard at getting better. We just have to make sure, everybody that works with the players, that we are doing it the right way so we don't harm them. And sometimes you are not physically capable of training the amount of hours that they do right now, because they're simply not strong enough. So even if you do everything right, you just forgot one thing, they are not strong enough yet. So they have to build the strength first, and then they can gradually increase the training load. And that is something we forget sometimes. We coaches are not always patient enough. Including myself. Wie der Nils Nielsen ist auch Marisa Wunderlin neu im Trainerteam vom SFV. Sie bringt nicht nur eine Erfahrung mit als IB-Trainerin in der Schweizer Nationalliga an, sondern hat beim Bundesamt für Sport als Leistungsdiagnostikerin alle Top-Talente vom Förderprogramm Futura begleitet. Das sind die kurzen Kontakte am Boden. Wichtig zur Info für dich. Vergleichskader ist die A-Nationalmannschaft. Ja. Bei der Futura, da erwarten wir wirklich, dass ihr physisch für den nächsten Schritt muss die A-Nazi sein. Gibt es keine Zwischenstufen mehr. Und wenn dann Verletzungen Top-Talente zurückrühren, wird es besonders schwer, um sie an die internationalen Spitzen anzuführen. Von 6 Futura-Spielerinnen von der Schweizer U19 sind 3 langfristig ausgefallen. Wegen Kreuzband und Meniskusriss und wegen Ermüdungsbrüchen. Every time I talk to one of my colleagues, it always ends up on the same topic.
that, yeah, we have this one is injured, this one is injured. Then I ask about a player and say, yeah, she's coming back from injury. And it's okay. But if all the youth players in the time from when they were 14 until they are 19, before they go to the A team, have had 2 years of injuries, they are 2 years behind everybody else that we are competing against. And that's what I mean. Then we cannot have a successful development over time with all these players if they're injured all the time. So first things first, and first things must be, we have to make sure that they can train the amount of hours they need to be good enough before we make them train the amount of hours they need. Und so wundert es einem nicht, dass mit der Geraldine Reuteler und der Alicia Lehmann nur zwei von diesen sechs Spielerinnen feste Grössen im Nilsens im A-Team sind. Weil beide sind bis jetzt von schweren Verletzungen verschont geblieben. Für Geraldine ist das auch eine Frage vom Timing. Es gibt so im Spiel zum Beispiel Situationen, wenn einer reingrätscht, dass ich wie manchmal den richtigen Moment halt habe, dem auszuweichen irgendwie. Wenn ich jetzt weiss, wo jetzt grätscht eine voll rein, dass ich noch aufspringen kann. Ich glaube auch, dass das nicht alle Spielerinnen haben, so, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber so wie der Reicher, dass man jetzt halt vielleicht mal nicht reingehen sollte, weil sonst, ja, kann man sich verletzen. Ich weiß, das ist noch schwierig zu sagen. Es gibt auch Spielerinnen, die halt mit dem Kopf durch die Wand wollen, obwohl es manchmal halt einfach nicht geht. Im dritten Match am Algarve Cup trifft die Schweiz auf den WM-Teilnehmer Spanien. Wo die beiden vor 2 Jahren in einem internen Test zum letzten Mal aufeinander getroffen sind, hat die Schweiz mit 1-8 verloren. Auch heute stehen die Vorzeichen schlecht. Die Spanierinnen hatten 5 Tage Pause. Die Schweizer Frauen nicht einmal 48 Stunden. Ramona Bachmann und Anna Maria Znogorcevic spielen nur eine Halbzeit lang. Ja, keine Verletzung riskieren in einem Spiel, wo die Schweizerinnen ohne genug Erholung gar nicht gewinnen können. Dass es am Ende nur ein 0-2 wird, ist der Goalie-Frau Gael Thalmann zu verdanken, die wieder gesund ist. Und der mangelnden Chancenverwertung der Spanierinnen. Die Kommunikatorin auf und neben dem Platz ist Anna Maria Znogorcevic. She just rocks right into people, and I don't know anyone that doesn't like Anna, because she's interested. When she meets someone new, she's always interested in knowing them. I think when I met her the first time, we were having a nice dinner. We were talking about so many different things, and all of a sudden it was actually quite late. And yeah, and then I forgot how we were also supposed to talk a little bit about the football. Die schwere Verletzung von der Lara Diekenmann, die jahrelang die Frontfrau war im Schweizer Fußball, beschäftigt Anna Maria auch noch Monate später. Ich habe zuerst gedacht, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe den Match gut gehabt, sie gegen Atletico gespielt und ich habe direkt geschrieben, sie war noch in der Kabine, noch während dem Match, und sie hat mir schon geschrieben gehabt und ein Viertel geschickt, hey, alles gut, soweit, ich fühle mich gut. Und dann habe ich gedacht, okay, bin schon mal beruhigt. Und dann bin ich 9 Stunden zurück in Portland und dann habe ich gedacht, okay, halb so schlimm. Ich so, hey, was hast du für ein Gefühl? Sie so, hey, ich glaube, es ist im Fall nicht so schlimm. Und einen Tag danach, es war irgendwie 5:30 am Morgen, läutet mit Lia an. Oder sie so, hey, es ist nicht gut. Und dann haben wir am Morgen irgendwie um 5 Uhr telefoniert. Ich war direkt wach und es hat mich mega mögen. Ich war mega traurig. Erstens mal als Person und als sehr gute Freundin, wo man über alles reden kann. Und sicher auch als Spielerin hier in der Mannschaft, die so wichtig ist, die eine Mannschaft auch ausmacht, die immer nicht das entscheidende Spiel und meistens ihre Topleistung abgerufen hat. Ja, das war für mich sehr, sehr bitter. Ja. Lara Diekenmann kommt nicht zurück.
Sie wird sich ganz auf ihre Karriere beim deutschen Meister VfL Wolfsburg konzentrieren. Als Rekordnationalspielerin wird sie nach ihrem Rücktritt im Sommer offiziell verabschiedet. 12 Tage dauert der Zusammenzug Anfang März an Algarve. Für den Staff sind das jeden Tag bis zu 16 Stunden Arbeit. Auch für die medizinische Abteilung. Drogenküche da. Verfallsdaten kontrollieren inklusive. Das ist halt einfach part of the game. Das ist, wenn man Medikamente hat, für jeden Notfall muss gerüstet sein. Und dann vielleicht aber zum Glück nicht in jeden Notfall eintritt. Also von dem her ist es ganz gut. Aber das ist halt etwas, was dazugehört. Das ist nicht nur neben der Betreuung auf dem Platz, sondern auch im stillen Kämmerli hockt der Doktor und tut dann einfach alles kontrollieren. Es wird der letzte Einsatz für Frau Doktor, weil bei diesem Zusammenzug verletzt sich niemand mehr. Für Geraldine geht es von der Algarve direkt zurück auf Deutschland. Seit dem Sommer steht sie jetzt beim Bundesliga-Club FFC Frankfurt unter Vertrag. Ein reiner Frauenclub, der 2015 sogar die Champions League gewinnen konnte. Bei diesem letzten grossen Triumph des Clubs hat auch Anna Maria Znogorcevic noch für den FFC gespielt. Der Mitte verpasst zur Znogorcevic nur ganz knapp. Die Schweizerin mit der Nummer 21 ist an vielen offensiven Aktionen der Frankfurterinnen beteiligt. Der größte Erfolg für die Schweizerin in Frankfurter Diensten für Anna Maria Znogorcevic. Über den Geraldine ihre Entwicklung ist Anna Maria immer gut informiert. Ich habe noch viele gute Freunde in Frankfurt. Ich höre nur durchwegs Positives von ihr. Ich schaue immer so ein bisschen die Highlights. Sie ist immer vorne mit dabei. Zuletzt habe ich wieder mal 2 riesen Kisten geschossen. Sehr schön. Und da sieht man, wenn sie zum Zug kommen, wenn sie spielen, Selbstvertrauen haben, die haben etwas drauf. Und die können hier mal also wirklich eine sehr grosse Rolle spielen und einen sehr, sehr wichtigen Part spielen. Das gelingt der Geraldine schon in der ersten Saison mit Frankfurt. Im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach ist Geraldine an jeder gefährlichen Situation beteiligt. Scorerpunkte für 2 Goal und 3 Vorlagen sind die Ausbeute gegen Gladbach-Frauen, die an diesem Nachmittag hoffnungslos überfordert sind. Der FFC gönnt gegen Borussia Mönchengladbach deutlich mit 8:0. Bis zum Sommer 18 hat Geraldine beim FC Luzern gespielt und war die überragende Spielerin im NLA-Team aus der Innerschweiz. Die kann man nicht ersetzen. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich, weil ich sage, es gibt praktisch niemanden in der Schweiz, in ihrem Alter auf diesem Level ist und so komplett ist. Aus Sicht des Fußballliebhabers und des Trainer ausstehend sage ich, absolut die richtige Entscheidung. Sie müssen einen Schritt machen. Ich bin auch felsfest davon überzeugt, sie ist ready und wird ihren Weg dort gehen, auf jeden Fall. Also ich wollte mich zuerst mal gut einleben hier, mich zurechtfinden. Dann wollte ich logischerweise spielen. Und sonst einfach auch mich ins Team einzufinden und dass ich mich mit allen verstehe und dass ich mich auch wohlfühle. Ich würde eigentlich sagen, dass das alles eingetroffen ist. Darum bis jetzt eigentlich voll im Plan, ja. Grossen Anteil an dem Wechsel von ihrem FC Luzern hat ihr Coach Nico Arnautis, den sie schon jahrelang beobachtet hat. Fand sie bei den U-Turnieren, was ich gesehen habe, immer herausragend von der Art und Weise, wie sie Fußball spielt. Und fand sie halt auf dem Platz so schon sehr reif. Also im Prinzip, ich sage immer, es ist so ein Schlitzohr. Obwohl sie noch gar nicht so alt ist. Und dann habe ich sie kennengelernt. Wir haben erst mal telefoniert, auch sehr lange. Und nach dem Gespräch wusste ich eigentlich, das ist genau die Spielerin, die ich gerne im Team haben möchte, weil ich eine große Perspektive sehe für sie selbst. Und dass ich mir ganz sicher bin, dass sie auch menschlich hier reinpasst und dass es einfach wie die Faust aufs Auge zusammenpasst. Und wir sind froh, dass sie hier ist. Und ich glaube, sie ist auch froh, hier in Frankfurt zu spielen.
Und ja, wir haben ein super Verhältnis auch mit ihrer Mutter noch. Also das, sie weiß, dass sie hier gut aufgehoben ist und das habe ich auch versprochen. Und dementsprechend versuche ich da auch meine Pflicht nachzugehen. Der Schlüssel für ihre Beliebtheit im Team sieht Geraldine auch in ihrer Herkunft. Ich bin für einen Witz gut, probiere immer ein bisschen Stimmung zu machen. Und ich glaube, ich bin halt auch mit einer grossen Familie aufgewachsen. Und ich glaube, das hat sicher auch, ist sicher auch ein Grund, dass ich so bin, wie ich bin. Wenn man vier Brüder hat, dann probiert man immer zu helfen, wie es halt geht. Und halt ein Familienmensch. Und das merkt man dann auch, wenn man in einem Team ist. Und darum freut sie sich über Goal von ihren Mitspielerinnen, genauso wie über die eigenen. Wo sie ja, ganz uneigennützig da nochmal querlegt, obwohl sie es hätte selber machen können. Und da, das ist schon herausragend. Und wir haben uns im Prinzip im Sommer dazu entschlossen, so ein Team zu formen. Und das dauert mit Sicherheit 1, 2, 3 Jahre. Das haben wir auch so gesagt und kommuniziert. Und wir wollen mit diesem Team jedes Jahr kleine Schritte gehen und natürlich mittelfristig dann immer wieder mit gezielten Neuzugängen und mit der Entwicklung der eigenen Talente, die dann keine Talente mehr sind, sondern reife Bundesligaspielerinnen, da nach und nach weitere Schritte nach vorne gehen. Und da spielt sie auf jeden Fall eine große Rolle. In der Saison 18-19 ist Geraldine nicht die einzige Schweizerin im Frauenfußballclub Frankfurt. Mit der Marilena Wittmer lebt Geraldine in einer Spielerinnen-WG. Ihr neues Auto wird vom Club gestellt. Die meisten Spielerinnen bekommen eigentlich ein Auto, die es brauchen. Wird eigentlich zur Verfügung gestellt. Ja, ich muss einfach das Benzin selber zahlen. Die Wohnung muss ich alles selber zahlen. Also hier in Deutschland gibt es ja Kaltmiete und Warmmiete. Habe ich vorher nicht gekannt. Aber Warmmiete ist 935. Also zahlen bei dir etwa 470. Ob sie ihren Vertrag im Sommer 2020 verlängert, ist noch offen. Also momentan könnte ich es mir schon vorstellen, nach meinen 2 Jahren noch 1, 2 Jahre anzuhängen. Ja. Momentan schon, ja. Was ich mal erreichen wollte, ist jetzt egal mit welchem Team, mal einen Meistertitel holen oder mal Pokal gewinnen oder mal Champions League gewinnen. Das ist schon eher mal ein grösseres Ziel, ja. Packt die leidenschaftlich Innerschweizerin aus Stanz auch noch ab und zu ein Heimweh? Also ich glaube, Heimweh hat mich immer ein bisschen. Ich gehe gerne heim auf Tanz, wie auch auf Luzern, mal ein paar vom Team wieder gesehen oder auch Familie wieder gesehen. Die Zeit ist halt, logischerweise kann ich nicht jeden Tag heim, jedes Wochenende oder so, weil wir halt immer Spiel haben. Meistens gehe ich vor der Nationalmannschaft heim und sonst, ich würde jetzt etwa einschätzen, einmal pro Monat etwa, so. Beim nächsten Besuch in der Heimat gelingt der Geraldine dann im Testländerspiel gegen die Slowakei ein absolutes Traumgoal. Der Zusammenzug mit Tests gegen Finnland und Slowakei wird für den Headcoach Nils Nilsen zur Heimpremiere. Im Fokus natürlich seine Spielerinnen, allen voran Ramona Bachmann. Zum Sage und Schreiben 100. Mal ist sie im Trikot der Schweizer Fußballnationalmannschaft aufgelaufen. Und zwar im Testspiel in Biel gegen Finnland. Vor dem Abpfiff ist die Teamleiterin darum noch entsprechend geehrt worden. Es wird ein Jubiläum ohne Goal für Captain Ramona und ihr Team. Die Qualität des Spiels ist trotzdem eine andere als noch bei Ramona ihrem ersten Länderspiel vor 12 Jahren. Auch im athletischen Bereich. Also, ich glaube, in allen Bereichen hat sich der Frauenfußball
entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube, eben, dadurch, dass das eben Vereine investieren, dadurch, dass das nicht mehr alle müssen arbeiten nebenbei, oder zumindest nicht mehr 100% müssen arbeiten nebenbei. Es spielen mittlerweile mehr Frauenfußball, dadurch ist die Konkurrenz grösser, die Qualität wird besser. Hat sich extrem viel gemacht in den letzten Jahren. Die Analyse vom Coach nach dem Finnland-Match zum ersten Mal auf Deutsch. Ja, es geht meistens um, dass wir nicht ganz wie eine Mannschaft gespielt hat. Wir hatten gute Einzelleistungen gebracht, aber wir hatten nicht einander so gut geholfen. So, wir hatten einige Probleme, meistens in Verteidigung und dann hatte Finnland auch einige Chancen und das war nicht nötig. Dass solche Fehler sich nicht wiederholen, für das soll das Team untereinander besser kommunizieren. Erstmal will wir überhaupt nicht über den Gegner sprechen. Wir fokussieren nur um unsere eigene Mannschaft und unsere Spielweise. Aber die Spielerin muss diesen Spielplan machen. Ich will gerne, dass sie versucht, die Lösungen zu finden. Wir haben sie alle die notwendigen Dinge mit sie trainiert. Und jetzt muss sie versuchen, diese Dinge zu umsetzen in ein Spiel. Und auch die richtigen Dinge machen, ohne dass ich etwas sagen muss. Das wird interessant. Und zwar machen wir es jetzt getrennt. Einmal auf dem Platz, neben dem Platz und bezogen auf die Regeneration Physio. Die Kommunikation ist zentral. Also gerade wenn die Spielerinnen zusammenarbeiten sollen. Ich glaube, man muss gerade das Thema Kommunikation und auch direkte Kommunikation vor dem Hintergrund auch des momentanen Prozesses sehen, der jetzt auch natürlich speziell ist mit der Veränderung auf der Trainerposition, was gleichzeitig bedeutet für den Teamprozess, dass ganz automatisch eine Konkurrenzsituation da ist, die sogar gefordert ist, dass alle möglichst auch um einen Stammplatz, um ihre Rolle kämpfen im Team. Und gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, und das ist sicher das, was uns im ersten Spiel nicht so gut gelungen ist, dass man sich nach wie vor unterstützen muss auf dem Platz. Aber die wichtigste Dinge ist, dass wenn sie mit mir spricht, dann sprechen sie mit einem Trainer, dass die Mannschaft stellen muss. Ich kann nur 11 bringen am Platz. Und wir sind 23 hier. Alle will gerne spielen. Also es ist einfacher mit einer Fachperson, dass sie hat Vertrauen in sie. Dann kann sie viel mehr offen sprechen. Das ist ein bisschen neu für sie und Nina kann sie helfen, ein bisschen mehr zu öffnen. Good work. We have another 10 minutes. We're gonna make some finishing. If some of you have problems, you should go out now, so you don't risk your muscles. But other than that, I would say try and see if you can make some goals. Action you do is counting. Every time you can do something that puts energy in the group with a big fat plus, it is counting for the good of everybody. There are some things that you are in control of as a person. You can always decide for yourself how much do I want to talk today. You can always decide how much do I want to run today. And you can always decide how much do I want to pay to win, how much can it hurt. That is completely up to you. Do you know what an oyster is? That little strange creature
that is always like this. But when mistakes happen and sometimes they open, a little bit of sand can go inside. And it just stays there because the rest of the time it's still closed. But I know inside of all the Swiss oysters, there is such a beautiful pearl. So if you just open up a little bit, then we can see this pearl. Manchmal ist es einfacher, wenn du ein Bild hast über etwas. Und ich hatte versucht, die Spielerin zu erklären, dass ich brauche, dass sie ein bisschen mehr offen ist, weil ich weiß, dass sie so viele gute Dinge hat. Aber ich konnte es nicht sehen. So, ich hatte nur ein bisschen mehr Offenheit gebraucht. Und dann wollte ich sie nur erklären, dass ich weiß, dass alle Menschen gute Dinge hat. Aber es ist nicht so, dass man es immer sehen kann. Die Schweizer Perlen sollen auf dem Platz miteinander kommunizieren, um zu glänzen. Auch darum überlässt das Trainerteam die taktische Einstellung der Spielerinnen. Für mich jetzt als Zielspielerin finde ich das auch noch eine gute Variante, wenn ich eigentlich schon dort stehe und ihr das Ziel eigentlich seht. Ja. Ja, das Kumbi, Anna und ich haben wir grossen uns schon dort positioniert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gross jetzt die slowakischen Spielerinnen jetzt sind oder wie viel gross sie haben. Aber wenn wir sie jetzt würden überragen, so generell, dann ist das, finde ich, immer eine gute Variante. Wenn sie mit einer Spitze kommen, dann bauen wir hinten normal mit einer Viererkette auf. Die Außenverteidiger schieben führen. Und die Innenverteidiger sind breit. Ich denke, Vio Rage, da ziehe ich auch ein bisschen verantwortlich, um das so ein bisschen erkennen. Ja, natürlich können alle mithelfen, wenn sie irgendetwas sehen, was ist. Aber ich denke, ihr zwei seht das eigentlich von hinten aus am besten. It is your job to find the solutions today, what you want to do. You have all these different things to choose from, but you call it on the pitch and you're going to do it together. If everybody is doing the same, we're going to win. Das Schweizer Team sucht sich und dominiert das Spiel. Das einzige Goal fällt in der zweiten Halbzeit durch den Kunstschuss von der Geraldine. Der erste Sieg unter dem neuen Coach auf heimischem Boden. Eine Erleichterung für die Spielerinnen, ihre Familien und die Fans. Zwölf Tage sind die Spielerinnen jetzt mit der Nazi unterwegs gewesen. Für Alicia und Ramona, die während der Zusammenzüge aus Hotelzimmer teilen, business as usual. Dass sie neben dem Platz mehr verbindet, spielt für sie da keine Rolle. Ich finde, ich kann es eigentlich relativ gut ausblenden.
Also wir sind, ich finde, wir machen es relativ professionell. Also wir wissen, wie wir uns auf das Spiel konzentrieren müssen und dass wir das komplett ausblenden müssen, was wir sonst für eine Beziehung haben. Und, ich finde, es funktioniert relativ gut. Ich finde, wir haben eigentlich recht eine gute, ein gutes Zusammenspiel auch auf dem Platz. Und ich glaube, dass wir uns so gut verstehen auf dem Platz, hilft natürlich auch auf dem Platz. Es ist jetzt nicht ein grosses Thema hier. Also, ich meine, hier ist unser Beruf sozusagen und wir fokussieren hier uns auf den Fußball und nicht auf unsere Beziehung sozusagen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich überhaupt nicht über diese Dinge denke. Es ist egal für mich, wie sie sein Leben leben will. Ich hoffe nur, dass sie glücklich ist. So, es ist auch ein bisschen wichtig zu wissen, dass wenn sie hier ist, dann sind sie zwei Personen. Es ist nicht so, dass ich ein Paar mit in die Nationalmannschaft ich habe zwei gute Spielerinnen. Und wenn ich über das denke, dann sage ich, okay, wann kann ich sehen, hier, dass sie ein Paar ist? Ich kann es nicht sehen. 9 von 11 Spielerinnen, die gegen die Slowakei in der Startelf gestanden sind, verdienen ihr Geld im Ausland. Als Stammspielerin in der höchsten Schweizer Liga, der NLA, können sich aber gerade jüngere Spielerinnen für die A-Nazi empfehlen. Die Malin Gut, bis im Juli beim Doublesieger FC Zürich unter Vertrag, ist schon vor einem Jahr für die Schweiz auf dem Feld gestanden, mit gerade mal 18. Aber in diesem Jahr kommt sie im Frühling zuerst ins U19-Team zurück, obwohl sie auch den Nils Nielsen gut hätte brauchen können. Ja, es geht um die Entwicklung von einer Spielerin. Wenn du sehr, sehr jung bist und du in eine Mannschaft kommst, dann will da immer andere Spielerin da sein, dass die Lead nimmt. Und für Malin, sie ist ein so guter Spielerin und so ein großes Talent, dass wir überhaupt keine Sorgen machen über die Zukunft für sie. Und das bedeutet, dass wir muss darüber denken, wie kann wir Malin im Besten helfen? Ist das zuerst in die A-Nationalmannschaft zu nehmen oder könnte sie mit die U19 die Leader sein für noch ein halbes Jahr und diese Dinge entwickeln? Ja, finde ihn super, weil er eine ziemlich ruhige Art hat, aber gleich bestimmt. Und man merkt, dass er viel Erfahrung hat, dass er viel weiß, uns viel beibringen kann. Und aber gleich auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, gut im Umgang ist. Man kann gut mit ihm reden. Und das finde ich auch etwas sehr Wichtiges bei einem Trainer, den ich auch sehr schätze. Ich denke, dass ihr Verhalten in der Kirche etwas gleichgültig war. Bis zu ihrer Matur im Sommer 2020 spielt Malin weiter in der Schweizer NLA. Dann lockt allerdings das Ausland. Einfach, weil ich es mega spannend fand, halt neue Sprache dazu zu lernen. Und wirklich so etwas Neues, wo mir jetzt Deutschland vielleicht etwas zu näher wäre an der Schweiz. Aber ich meine, schlussendlich kommt es dann auf das Angebot drauf an, dass alles stimmt, dass man sich wohlfühlt. Von dem her kann man es nicht so genau definieren. Aber ja, ich könnte es mir schon sehr gut vorstellen. Bis dahin sind 18-Stunden-Tage zwischen Schule, Training und Familie normal. Es hat am Abend kommt sie an mir um 10 Uhr heim. Das haben wir natürlich auch schon gegessen. Das ist jetzt wie so ein bisschen bei uns. Wir haben das so eingerichtet. Immer ein bisschen kochen, ich lasse sie. Sie macht nachher noch den Finish. Ja. Ihr allererster Trainer hat, nachdem sie gewechselt hat, also wo sie Stufe höher geworden ist, ist zu uns gekommen und hat gesagt, und ich finde das schon lustig, weil sie ist ja 6, 7 gewesen, gesagt, ich lege meine Hand ins Feuer, sie shootet mal für die Schweizer Nationalmannschaft. Und wir haben dort natürlich gefunden, ja, das ist gut, du sagst, wir sollten unbedingt, wir sollten mal eine Ausfindung machen und sagen, du hast recht gehabt. Du hast das richtig für uns gesehen. Auf die neue Saison 1920 hat Malin den Verein gewechselt. Weg vom Serienmeister und Cup-Sieger FC Zürich hin zum Stadtrival GC. Ja, ich denke einfach so im Verlauf der letzten Saison habe ich so ein bisschen gemerkt, dass man gut tun würde oder dass ich so ein bisschen
das Bedürfnis verspüren, etwas Neues anzufangen, etwas Neues, wo man vielleicht auch wieder neue Energie und neue Impulse geben kann. Dass ich so etwas brauche. Und dann, durch das, dass ich halt die Matur noch fertig machen muss, sind auch meine Optionen etwas beschränkt gewesen. Auf die Schweiz einfach und auf die nähere Umgebung. Und ja, ich habe von GC halt auch von den Leuten, die ich schon kenne, viel Gutes gehört. Und so vom Team Spirit und vom Team her und so, dass man ziemlich gut zugesagt hat. Und ja, so ist das dann entstanden. 20'000 Zuschauer sind aufgestanden. Sie ist für mich ein Top-Transfer. Ich habe alles gemacht, dass sie hierher gekommen ist. Sie hat zweimal trainiert mit uns und hat dann sich das überlegen, hat sich, glaube ich, 3 oder 4 Tage Zeit nehmen, aber nach 2 Tagen ist sie schon gekommen und gesagt, ja, sie will kommen. Weil die Stimmung bei uns, das ist natürlich einmalig. Das habe ich noch nie erlebt. 30 Jahre Profifußball, was da abgeht mit diesen Frauen, das ist sensationell. Also ich bluffe auch immer mit dem, dass wir bei GC einfach ein mega cooles Team haben und dass man immer ins Training kommt mit einem Lächeln und man geht mit einem Lächeln. Meistens. Die Noa Scherz ist eine der engsten Freundinnen von Malin Gut. Ihre Talente liegen nicht nur auf dem Fußballplatz. Als angehende Köchin glänzt sie schon in der Ausbildung. Okay. Das ist ein Plattfisch. Ja. Hat 4 Filets. Ja, Noa hat natürlich viele Talente, hat auch bei uns natürlich Talente. Sie wäre, und sie ist eine tolle Köchin oder wird eine tolle Köchin, weil sie einfach unverhofft, unverblüht einfach an die Materie hineingeht, sehr konzentriert arbeitet. Und sie hat eine ganz grosse Fähigkeit, die nicht so viele haben. Sie kann ein Rezept lesen, sie kann es richtig interpretieren und umsetzen. Und das ist in ihren jungen Jahren eigentlich sehr grosse Ausnahme. Nach ihrer schweren Knieverletzung ist für Noa sogar Karrieren auf dem Spiel gestanden. Ja, so Anfangsjahr habe ich dann irgendwann ein bisschen den Glauben verloren, also dass es irgendwann doch noch gut kommt. Ja, und ist dann ein bisschen zäh geworden. Wegen ihrer Top-Leistungen bei GC wird Noa sogar zum ersten Mal für die Schweizer A-Nazi aufgeboten. Im Auswärtsspiel Serbien sollen junge Spielerinnen aus der NLA Erfahrungen auf internationaler Ebene sammeln. Die Noa wird in der 73. Minute eingewechselt und macht vor Schluss das Goal zum 1:1 Endstand. Ja, ich meine, es ist natürlich, wenn man es so anschaut, ein Bilderbuch-Comeback. Also, ja, viel schöner kann man es sich eigentlich nicht vorstellen. Ja, und ich war dann auch auf dem Platz und ja, ich weiß auch noch so, wo sie eingewechselt wurde. Sie hatte wirklich so einen riesen Smile gehabt. Aber auch beim Goal. Sie so die Hände auf und voll gekumpft und wirklich richtig Freude. Also, ja, ich glaube, es haben auch wirklich alle mega Freude gehabt. Auch alle, die jetzt den ganzen Weg von ihr mitverfolgt haben, ja, wissen, dass es nicht immer einfach war. Von dem her ist es sicher ein schöner Moment für sie. Ja, nachher. Ja, ich denke, es war auch ein bisschen Glück gewesen, aber manchmal braucht es das halt. Ja. In bestmöglicher Besetzung ist das Schweizer Team Ende Mai Testgegner für den WM-Teilnehmer Italien, der in der Endrunde erst im Viertelfinal am Vize-Weltmeister Niederlande scheitert. Neben den etablierten Spielerinnen hat Nielsen auch die jungen Wilden aufgeboten. Spielerinnen wie Goalie-Frau Elvira Herzog. Oder die Verteidigerin Naomi Mikro. And there are 2 areas where we are clearly better than them. We are better than at running forward when we get the ball, when we win the ball, than they are running backwards. They're not so good at running towards their own goal. And we are much better at going forward when we win the ball. So we should try and use that. Auch Alicia hätte sollen spielen. Ja, im Training hat mir jemand einen Ball in die Häufe gespielt. Bin ich gesprintet
Und dann wollte ich bremsen und bin mit dem linken ausgerutscht und habe mich auch mit dem rechten auffangen. Und dann habe ich es nur noch klepfen im Fuß. Und ich habe sofort gewusst, dass irgendetwas kaputt ist, weil es mega weh gemacht hat. Und ja, genau so ist es passiert. Syndesmosenband im rechten Fuß gerissen. 5 Monate Pause. Die Schweiz startet gut. Das mögliche 1:0 wird aber wegen einem Abseits aberkannt. Dann zeigen die Italienerinnen ihre Klasse und ihren Biss. Nach der Geraldine, ihrem späten Anschlusstreffer zum 1:2, fehlt die letzte Entschlossenheit. Mit dem 3:1 macht Daniela Sabatino vom AC Mailand den Sieg für Italien perfekt. Noch 6 Tage bis zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Litauen. Play on the outside. Out here, we are 2 against 1, so you can just play it out here. Ich denke, dass wir bereit ist zum Beginnen. Es ist etwas anders, um Punkte zu spielen. Und ich spüre auch mit in die Mannschaft, jetzt sind wir bereit, wir will um Punkte spielen. Schnell gegen vorne spielen, wenn es geht, durch die Mitte spielen und Tiefenläufe machen und nachher unsere Chancen nicht nutzen und Goal schießen. Hey, wir kreieren die Chancen, wir spielen sie aus und dann muss man sagen, ich denke mal, das ist wichtig, dass wir dort herkommen und wirklich Chancen kreieren und natürlich dann noch Goal schießen. Dabei, zumindest neben dem Platz, die Captain Lia Welti. Ich habe das Gefühl, man sieht so das Feuer, was man vielleicht in den Vorbereitungen nicht so richtig sieht. Oder was man vielleicht ein bisschen weniger sieht, ist immer schwierig zu steuern. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, die Motivation ist umso grösser, jetzt, weil man weiss, hey, jetzt geht es los, endlich geht es wieder los. Wir hatten fast 3-4 Jahre keinen Ernstkampf gehabt, und das ist schon eine lange Zeit. Und von dem her, das spürt man und es ist wichtig, dass man es spürt. Und darum kann ich eigentlich nur positiv davon reden, was ich gesehen habe. Eigentlich wollte Lia zum EM-Auftakt auch wieder selber auf dem Rasen stehen. Ja, ich war sehr zuversichtlich nach der Operation. Ich bin vom absoluten Best Case ausgegangen. Ich habe sogar von dem Monat, wo mir der Arzt mehr hat gesagt, zu machen, habe ich noch einen abgezogen. Ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, im Oktober wieder zu spielen. Wenn es vorher ist, umso besser. Das 82. Länderspiel muss also noch warten. Zum ersten Mal im Aufgebot Svenja Völmli vom FC Luzern. Gerade mal 17. Sie ist ein großes Talent. Sie hat eine sehr gute Technik. Wenn wir den Ball zu Svenja gibt, dann hält sie den Ball. Sie ist stark an den Körper und sie kann auch schnell spielen. So sie ist eigentlich sehr eine gute Fit für unsere Weise, um zu spielen. Aber sie ist auch jung. Ich muss auch sagen, in diesem Mal ist Alicia immer noch verletzt. Und das bedeutet, dass wir braucht etwas X-Faktor in die Mannschaft, wenn Alicia nicht da ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann ich das finden? Und dann habe ich Svenja angeschaut und gesagt, okay, dann nehmen wir Svenja. Ja, es ist schon ein bisschen überraschend gekommen. Vor allem, weil ich jetzt eigentlich noch 2 Jahre in der U19 spielen konnte. Aber ich bin natürlich auch sehr happy darüber gewesen, weil es schon etwas Besonderes ist. Jetzt zum Teil auch mit den Vorbildern, die man früher hatte oder jetzt immer noch können selber spielen. Ob sie die jüngste Debütantin in der Geschichte der Schweizer Anazi ist, das wird 9 Tage nach ihrem 17. Geburtstag heiß diskutiert. Aber von was geht ihr aus? Geht es jetzt ums erste Spiel oder ums Aufgebot?
eigentlich ums Aufgebot. Ich würde jetzt im System schauen, wer wenn das erste Aufgebot hat. Ja, natürlich, Spiel kann man auch schauen, das ist klar. Aber das können wir ja noch nicht beurteilen. Svenja hat ja noch nicht gespielt. Aber ja, das könnte schon sein, dass du recht hast. Du sagst eben, Drama und Noel. Ja, ich sage, Noel könnte es noch sein. Wenn es ums Aufgebot geht, kann es Noel durch sein. Ich habe mal gesagt, Cinzia ist auch noch sehr jung. Das erste Mal dabei gewesen, Chichi. Die würde ich auch noch überprüfen. Stimmt. Aber das wären, glaube ich, so die Namen, die ich jetzt nachschauen würde. Wer von denen... Also die sind sicher von 16, reden wir, oder? Ja. Nein, ich bin sicher. Also jünger als 16 ist cool. Nein. Also dann fallen wir 4 und ich sage Namen. Das Auftaktspiel zu der EM-Qualifikation ist auch der erste offizielle Anlass nach dem tödlichen Badeunfall von der Floriana Ismaili, die im Juni noch gegen Serbien für das Schweizer Team gespielt hat. Ich glaube, es war einfach sehr wichtig, dass wir alle gemeinsam Abschied nehmen konnten. Und das hat mir uns gegenseitig in dem Sinn, trotz des extrem schlimmen Tages oder Wochen für uns war, Kraft geben. Und ich sage mal, ein gemeinsames Trauern, ohne dass man das vielleicht in dem Moment merkt, hilft. Wenn man in die Zukunft schaut, jetzt haben wir uns gestern am Ende wieder getroffen und wir mussten darüber reden. Es ist klar, es sind auch noch mal Tränen geflossen. Es ist eine außergewöhnliche Situation. Niemand weiß so richtig, wie damit umgehen. Und es braucht einfach Zeit. Und klar ist, wir vermissen Flori und wir hätten sie gerne hier. Aber wir müssen jetzt für sie spielen und wir müssen stark als Team werden, um dass wir in dem Sinn für sie auch, das nächste Spiel und vor allem die ganze Kampagne können bestehen und nach der DM gehen. Von den ersten Sekunden an spielt nur ein Team, die Schweiz. Nach der 7. grossen Chance dann endlich das 1:0. Das 2:0 macht Fabienne Humm, die 2 Jahre nach ihrem Rücktritt zum ersten Mal wieder dabei ist und zeigt, wie wertvoll das sie noch sein kann für die Schweizer Nazi. Nach der Ramona Bachmann ihrem 3:0 kommt Svenja Völmli zu ihrem ersten Einsatz. Die jüngste Spielerin ist sie damit aber nicht. Der Rekord hält Lara Dickenmann, die vor dem Match verabschiedet worden ist. Wir sind beide falsch gelegen. Es ist effektiv so, dass Lara Dickenmann die jüngste Spielerin war, die auch gerade ihren ersten Einsatz, ihr erstes Länderspielgoal erzielt hat. Und das war gegen Frankreich. Ein anderer Rekord ist Lara Dickenmann dafür los. Mit dem 4:0 macht Anna-Maria Znur-Gorcevic ihren 52. Treffer und ist damit Rekordschützin. Ja, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Jetzt ist so das erste Spiel wieder, wo es um etwas ging. Super Atmosphäre hier in Schaffhausen. Und ich wäre sehr gerne auf dem Platz gestanden, aber ich habe auch gerne zugeschaut, um zu sehen, wo die Mannschaft steht. Und ich glaube,
Wir haben uns nicht die ganze Zeit einfach da. Der Gegner ist schon sehr tief gestanden, aber in der zweiten Halbzeit haben wir endlich unsere Chancen genutzt und im Endeffekt auch verdient gewonnen. Was sagst du als Trainerin, hättest du es gut gemacht? Die Analyse meinst du? Sie analysiert meistens sehr gut. Nein, ich glaube, wir können zufrieden sein im Sinne des ersten Spiels. Man probiert den Rhythmus hoch zu halten. Von dem her sind wir sicher zufrieden. Wir müssen noch ein paar Goal mehr reingehen. Die brauchen wir auch. Und brauchen wir sicher auch in den nächsten 1-2 Spielen, um weiter an dem Selbstverständnis und Selbstvertrauen daran zu arbeiten. Step one. Mit dem 3:0 beim Rückspiel zu Litauen klingt auch der Step 2. Jetzt wartet mit Kroatien der nächste Quali-Gegner. Am Abend vor dem Match finden die Lausanne Swiss Football Awards statt. Nominiert sind auch 3 Nazi-Spielerinnen, die aus dem Hotel zugeschaltet werden sollen. Wir kommen jetzt zur besten Fußballerin innerhalb von der heimischen Meisterschaft. Player of the Year, Frauen-Nationalliga A. Im Jahr 2019 ist Fabienne Hung. Ich übergebe die Trophäe schon mal in die Familie, aber wir sehen auch uns zugeschaltet, ist die Tochter Fabienne Hum. Herzliche Gratulation. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung nach 10 Jahren beim FC Zürich? Ja, es ist immer schön, wenn man einen individuellen Pokal bekommt. Wir haben sicher eine super Saison gespielt, die letzte Saison. Und ja, der Pokal ist auch für die ganze Mannschaft. Als beste Schweizer Spielerin vom Jahr wird Ramona Bachmann ausgezeichnet. Ganz herzliche Gratulation. Was löst das bei Ihnen aus, Ramona Bachmann? Das ist immer schön, wenn man für seine Leistungen belohnt wird. Aber schlussendlich ist natürlich klar, man braucht ein Team hinter sich. Und ohne das Team kann man die Leistungen nicht zeigen. Wir sind unheimlich stolz. Natürlich, das ist die größte Unterstützung. Für das coolste Goal des Jahres ist Geraldine Reuteler nominiert. Die Kategorie wird vom Publikum gewählt. Das Besondere daran, Geraldine ist die einzige Frau unter den 3 Nominierten. Und sie gönnt. Ja, ich sage, weil wir gehören sie nicht, wenn du jemand dran bist. Was bedeutet Ihnen das, Geraldine? Ja, es bedeutet mir natürlich sehr viel. Vor allem, ich glaube auch die Prämie, dass endlich mal eine Frau das coolste Goal gewonnen hat. Gratulation zum coolsten Tor des Jahres, Geraldine Reuteler. Ausgezeichnet wird Geraldine für ihr Goal in der WM-Barrage gegen Belgien im Herbst 2018. Belgien wird auch in der laufenden EM-Qualifikation noch zum Gegner des Schweizer Team. Mit der Geraldine Reuteler, der Malin Gut und nach ihrer Verletzung auch mit der Alicia Lehmann stehen gegen Kroatien 3 Spielerinnen in der Startelf, die gerade mal 20 sind oder sogar noch jünger. Ein besonderes Spiel ist es auch für Anna-Maria Crnogorcevic. Mit dem Schweizer A-Team spielt sie das erste Mal gegen das Geburtsland von ihren Eltern. Ich sage, in den 90 Minuten ist es eigentlich egal. Weil, klar, vor dem Match ist es so ein bisschen, wenn du reinkommst, dann siehst du die eine oder andere Spielerin hier noch von Kroatien. Die Hymne kennst du natürlich auch. Aber ich sage, in den 90 Minuten, wenn es losgeht, geht es los. Antrieben von einem begeisterten Publikum spielt die Schweiz die beste erste Halbzeit, seit der Nielsen das Team im Januar übernommen hat. Diese erste Halbzeit ist genau, was ich will. So, ich will sagen, dass wir immer besser werden, aber wir können noch nicht 90 gute Minuten spielen. Auf jeden Fall aber 45 Minuten. Das 1:0 macht Anna-Maria schon in der 9. Minute.
Ihren Assist verwertet Geraldine dann noch vor der Halbzeit zum 2:0. Aber wie schon in dem Match gegen Litauen, lassen die Schweizerinnen auch heute viele Chancen ungenutzt. Im Fußball ist es immer so, wir werden nie aus jeder Chance ein Goal machen. Aber schlussendlich, ja, wenn wir natürlich mit einem 3-0 in die Halbzeit gehen oder gerade nach der Halbzeit das 3-0 machen, wäre es sicher nicht ganz so heikel geworden. In der zweiten Halbzeit fallen auf beiden Seiten dann kein Goal mehr. Die ersten Quali-Spiele sind absolviert. Die Bilanz ist makellos. 9 Punkte, 9:0 Goal. Ist der Neustart in der A-Nazi geglückt? Ich würde sagen, sehr. Jetzt vor allem auch mit Nils sind wir, glaube ich, alle sehr zufrieden. Er ist ein super Trainer und wie wir jetzt auch in die Quali gestartet haben bis jetzt, läuft alles super. Es kann nicht besser sein. Ja, ich würde sagen, so, die Philosophie und so im Team ist mega gut. Und alle sind mega froh, im Team zu sein und können spielen und auch hier vor den Schweizer Fans aufzulaufen. Und wegen dem ja, war es ein guter Tag gewesen und wir sind mega froh über die 3 Punkte. Wir sind im Aufwärtstrend, würde ich sagen. Ich glaube, so haben wir die erste Halbzeit zeigt, sollte unser Standard werden. An dem sollen wir uns messen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir auch noch gelernt, wie es ist, wenn man Druck hat. Und dass wir dort sicher noch ein bisschen daran arbeiten müssen. Ich glaube, es ist schon für einen Trainer ein gutes Zeichen, dass er sieht, hey, dort müssen wir noch Zeit investieren. Die beste Spielerin auf dem Feld war heute die jüngste Schweizerin. I think it was very, very cool to see that a very young player can step up and take the responsibility when the captain goes out in the midfield. I think it was an absolutely fantastic game we played. So you will have to get this one. Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse.